Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wir spielen Last of Us Remastered auf der PlayStation 5 mit allen schönen Schönchens, die es so gibt, die das Spiel so hergibt. Ja, wir sind jetzt ein bisschen verzögert. Wir haben letzte Woche nicht gespielt. Das soll uns aber nicht stören. Nochmal kurz zur Erinnerung: Wir sind mit Joel und Ellie unterwegs, die aus Boston, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, welche Stadt das war, abgehauen sind, weil Ellie in dieser Zombie-Pilzplage eine ist, die tatsächlich angefallen und gebissen worden ist, aber sich nicht verwandelt hat und das auch über mehrere Tage nicht, was ein gutes Indiz dafür ist, dass man aus ihr eventuell ein Heilmittel ableiten kann. Wir waren zuerst zu dritt unterwegs, wir haben dann aber unsere Partnerin verloren, auf tragische Art und Weise. Und ja, Joel hat jetzt den großartigen Plan. Ja, den letzten Wunsch. Wie hieß sie denn eigentlich? So hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Er hat aber den großartigen Plan, sie wieder oder den letzten Wunsch von seiner Partnerin, das finden wir bestimmt auch noch raus im Verlauf des Abends, zu erfüllen und Ellie zu den Fireflies zu bringen, die Hoffnung haben, dass sie halt eben Gegenmittel herstellen können. Und ja, wir sind dabei beim letzten Mal über Billy gestolpert, der in einem Vorort ja, uns geholfen hat, weiterzukommen, hat uns ein Auto beschafft und mit dem Auto sind wir echt ein Stück weit gekommen, aber dann sind wir auf Wegelagerer gestolpert, über Wegelagerer gestolpert und die haben uns ganz schön eingeheizt. Also das muss ich schon mal sagen, das war tatsächlich eine ziemlich interessante Herausforderung mit denen. Und ja, genau an der Stelle setzen wir heute wieder an. Wir machen einfach mal fröhlich weiter. Wir spielen ganz normal. Alone in Forsaken heißt das Kapitel, das wir jetzt spielen. Und lassen uns das gut gehen. Und hoffentlich können uns die Sporen nichts anhaben. Ja. Ich habe so ein bisschen, manchmal spreche ich Sachen merkwürdig aus. Bedürfnis. Und wenn das der Fall ist, Explosives haben wir gefunden. Dann sage ich auch gerne mal Röstzwiebel. Ah ja, Smoke Bomb hatten wir beim letzten Mal auch schon gefunden. Das ist das einzige Problem mit dem Spiel, die Art und Weise, wie es speichert. Fucking hunters. See, this could have been us. That is a lot of people that didn't make it. I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. Okay. Ich glaube, das wird nicht so einfach sein, mit dem hier rauskommen. Und auch hallo, liebe Lisa. Ich hab das gesehen. Ich dachte, ich mache nur erstmal meine Introduction into Last of Us 101 und dann kommen wir mal dazu zu sprechen. Tourist Manifest, genau, das hatten wir beim letzten Mal auch schon angeguckt. Hier sind die Sachen drauf, die sie den anderen armen Leuten, die sie hier tot haben, abgenommen haben. Insgesamt eine Menge Schuhe. Mehr Schuhe, als ich erwartet hätte, ehrlicherweise. Okay. Ach Know? ja. Know what? About the ambush. I've been on both sides. Oh. Joel war auch schon mal bei einem Ambush dabei. Ich würde. Kill a lot of innocent people? We'll take that as a yes. Take it however you want. Oh, alles klar. Willst du vermehrt über Laptop gucken? Okay. Bam, bam, book, bam. I guess this is where the assholes sleep. I mean, slept. So, mal gucken, wie es aussieht mit Bausachen. Okay, wir können auf jeden Fall kein Schiff bauen. Und Schiff bauen wäre eigentlich das, was am relevantesten wäre. Gucken wir mal weiter. Irgendwas, was wir mit Tuch bauen können. Mollys, da sind wir voll ausgestattet. Das brauchen wir alles nicht. Ja. Smoke Bombs werden wir, glaube ich, im Verlauf des Spiels noch nie. Wenn wir nicht bauen, glaube ich, groß. Ja, aber du, also ich meine, Healthkit Upgrade, das ist cool.
Gut. Wir müssen jetzt auch nicht die Anleitung lesen. Nee, aber du hattest ja so ein bisschen angedeutet, dass du mit dem Handy und dem Versatz, den man über das Handy hat, unzufrieden bist. Und ja, ich hatte jetzt wäre jetzt die Vermutung, dass das quasi ein Versuch ist, dass. Oh, okay. Hier haben wir coolen Schlüssel, Karte. Die müssen wir uns mal angucken. Zoom in. Panel Cars, Ambush hier. Kann ich ehrlicherweise nichts mit anfangen, aber yay. Okay, haben wir denn genug Schüsseln, um irgendwas aufzurüsten? Wir haben 75 Teile. Ne, wie viele Teile haben wir? 94. Clip Capacity, Scope würde ich natürlich gerne hochziehen. Fire Rate. Ja, ich glaube, das kann tatsächlich sich lohnen, die bei der schweren Waffe da jetzt schon das zweite Holz, das ich reinzupacken. Ja, das ist doch gut. Also ich meine, ich bin immer dafür, dass es besser läuft. Mehr mir beim Stream zu gucken und mehr live mir beim Stream zu gucken. Das ist looks good. Jo, das ist richtig gut. Dann kann man nämlich hier, warte, dann kann man hier nämlich eine andere Waffe auswählen. Kann halt Rot und dann kann man gleich. Ja, sehr cool. Was haben wir denn eigentlich? Warum haben wir eigentlich Stupsi ausgewählt? Das wollen wir doch gar nicht. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das funktioniert. War das ein großes Ding, das Ladegerät zu finden? Okay. I don't think these guys were infected. Glaube ich auch. Let's just keep moving. Okay. Also so sneaky werden hier bestimmt in dem Spiel keine Sachen versteckt sein, aber man kann ja immer mal gucken, ob es ein bisschen was gibt. All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. 5 Monate ist, Let me go first. And keep your voice down. Okay. Auch nicht schlecht. Also, schon lange nichts mehr 5 Monate gesucht. Aber ich bin auch so ein bisschen penibel, was meine Ladekabel angeht und meine Kabel. Ich habe in meinem, ja, ist gut, ich brauche das Glockenspiel hier nicht. In meinem Wohnzimmertisch habe ich einfach, das quasi exklusiv für Controller und Ladekabel ist. Okay, das können wir auf jeden Fall hochheben. Kriegen wir ein paar Pillen für. Hier kriegen wir noch ein paar Schraubenteile. Die hätten wir natürlich gerade eben nicht gebrauchen können. I'm whistling. Oh, I can't good. whistle. Something else you can Pepper help me Potts. with. Pepper Woods. Meine Vermutung ist ja, wir kommen hier nicht lebend raus. Naja, jedenfalls ist das was, worauf ich versuche, mal Acht zu geben. Ich bin auch sehr penibel, was mein Handy-Ladekabel am Schreibtisch angeht. Und ja. Termination Shock. Wir haben einen Comic gefunden. Warte mal, da müssen wir mal angucken. Artifacts. Nee. Termination Shock. Zoom in. Flip. Wir können leider nicht reingucken. Was ein bisschen schade ist. Ich würde die Comics echt gerne lesen, die man hier finden kann.
Ich versuche da immer sehr darauf zu achten, dass ich im Schlafzimmer, an meinem Bett immer ein gutes Kabel habe, das auch robust ist, wenn das Telefon mal vom Nachttisch fällt. Das ist aber auch ein Lernprozess gewesen. Ich habe irgendwie, ich glaube, mindestens 2 Kabel verdödelt, weil da das Micro-USB-Moped abgebrochen ist. Pittsburgh Quarantine Zone. Oh no. Ellie, get down. What did you learn to shoot? Man. You had an entire flock and you hit nothing. About to hit you. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. Oh, fuck. Where the hell are those guys? They're supposed to be here. They're on the highway. Wouldn't be surprised if we've got another batch of tourists. Fuck, it's gold mine, lucky bastard. See if there's anything you can forage while we wait for them. Ain't nothing here. Keep going. Wir haben gerade Pfeile eingesammelt. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um Pfeile einzusetzen. Oder einfach auch nichts zu machen. Schon lange nicht mehr. Screw this. I ain't waiting any longer. Let's go see what those assholes are up to. They pull this crap every time. Now I swear to God, if they are holding out on us again. Yeah? And you'll do what? You'll see. Yeah, I will see. Okay, gehen die weg? Das wäre natürlich ideal. Sehr gut. Sind wir um den Konflikt herumgekommen. Okay. Steinchen wollen wir nicht mit aufnehmen. I think they left. Ja. Oh, those guys creep me out. Is this city full of these guys? Looks like it. Das ist doch ein gutes Ding. Ah, ich darf immer nicht vergessen, dass ich hier auch einfach locken kann, indem ich Sachen werfe. Das ist was ich irgendwie nicht so richtig gut durchgezogen habe. Bisher beim Spielen. Wir gucken uns noch ein bisschen um, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch Ressourcen finden. Wir brauchen nämlich Scheren, ganz, ganz viele Scheren. Ach, Lisa, das ist doch doof. Wir müssen hier mal ein günstiges Chromebook besorgen. Die sollten eigentlich in der Lage sein, Sachen übers Internet vernünftig abzuspielen. Hey, we can climb the bus right here. Ja, machen wir das doch, was Ellie vorschlägt. We'll get there. Whoa. It's strange seeing a checkpoint with no soldiers. Well, this is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Okay. Give us our rations. Ah, yeah. Ist vielleicht eine gute Gelegenheit zu sagen, dass ich mein Koch-Moped für die Woche schon oder fürs Wochenende schon rumgebracht habe. Mich gestern für mich und für eine Freundin Roastbeef gemacht. Und. Ja, yeah, me too. Just keep it down while we're going through this area, okay? We're up all night.
Das, ich drück den Daumen, dass es funktioniert mit dem Reinfuchsen. I've never seen anyone with so much fucking energy. It took a couple minutes to snuff everyone else, and fucking 5 hours to hunt her ass down. Jesus. Sometimes you gotta earn your keep, right? Yeah, I guess. We're about to give up, and she started shooting at us. It's stupid. She could have got away. I had two other guys keep her busy. I took out my rifle. And I threw it all in the crosshairs. Ja, es tut mir leid, dass das nicht ideal ist. Okay. Jetzt spielen wir Kill a Dude. Ich glaube, wir haben den ersten auch schon in der Mangel. Ich habe Roastbeef Scheiben gemacht, das war okay. Problem ist, ich habe das Fett nicht vernünftig einschneiden können. Und, ja, das war aber ein bisschen doof. Ich habe mir Fleisch wieder ausgesucht. Aber ich, Idiot, habe zwei Scheiben genommen, die eine sehr unterschiedliche Dicke hatten. Und es war jetzt kein, also es gab jetzt kein Problem mit dem Fleisch, ganz im Gegenteil. Das war gut, das war jetzt nicht totgebraten. Aber die dickere Scheibe war natürlich ein bisschen blutiger. Was dann ganz gut war, die Freundin, die da war, die isst gern blutig. Oder im Englisch, glaube ich. Ich glaube, das hat es ganz gut getroffen. Aber ich bin auch also mega weit davon entfernt, irgendwie zu wissen, wie das denn genau aussehen soll. Ich mache das immer ein bisschen nach Gefühl, ehrlicherweise. Ich habe mir überlegt, ob ich mir den Thermometer besorge fürs Braten. Hey, das sollst du nicht machen. Wir müssen doch da irgendwie durchkommen. Okay, er ist da hinten. Hier ist keiner. Kommt er? Wo kommt er lang? Wo kommt er lang? Ich glaube, er geht. Komm. Jetzt. Ich habe nicht geguckt, ob hier noch irgendwo Leute direkt in der Umgebung sind. Sieht gut aus. Yay, Tape. Wir brauchen ganz dringend Tape. Ich weiß nicht, ob es nur drei waren oder ob es insgesamt vier waren, die hier waren. Meine Hoffnung wäre, dass es nicht vier ist, sondern gut durchkommen. Naja. Nee, aber so, ich bin halt einfach immer sehr nach Gefühl und irgendwie auch nach Erfahrungswerten. Und ich versuche es immer möglichst scharf anzubraten. Alles klar, viel Spaß beim Laden. Ich bin erstmal hier, aber es sah jetzt erstmal so aus, als ob wir hier draußen eigentlich ganz cool sind. Was da in dem Gebäude abgeht, das müssen wir noch rausfinden. Aber ja.
Das ist schon mal, ist ein Anfang auf jeden Fall. Warum kommen wir da nicht durch? Ach ja. Für alle, die neu sind, falls jemand neu dabei ist, heute habe ich die Vermutung, werden wir keine Entscheidung treffen. Dafür ist Last of Us viel zu linear aufgebaut. Aber wenn wir am Montag oder Mittwoch jeweils um 19 Uhr Assassin's Creed Valhalla spielen, dann haben wir relativ häufig Optionen. New head honcho. Same bullshit talk. Well, I don't know. Now that we have enough people watching all the exits, he says we can set up a larger perimeter. What is that really gonna give us? I don't know. Maybe we find some gas, get some more generators going. But I'd like to restore one of those old projectors, watch some movies or something. That shit ain't happening. I've heard that expansion talk way too many times. And every time we try, it ends up with a bunch of us getting killed. How do you know? Maybe things will be different now. Keep your expectations in check. You live longer. Okay, hier unten sind es mindestens drei. Oben wissen wir es noch nicht, aber unten sind es drei. Ja, machen wir es noch zu Ende. Also bei Assassin's Creed, die eine oder andere Entscheidung wird dann getroffen, in der Regel nach Zahlensystem 1, 2 oder 3. Meistens, manchmal auch 1 oder 2 oder 1 bis 4. Und dann kann man mit dem Zufallsbefehl den Bot fragen, wie viel es dann geben soll. Einfach Ausrufungszeichen Zufall und die Zahl der möglichen Optionen, die es gibt. Kann man auch so mal machen, wenn man mal irgendwie Kopf oder Zahl braucht oder Zahl zwischen 1 und 6, also ist im Grunde ein Würfel. Eigentlich könnte man so auch D&D spielen, wenn man Bock drauf hätte. Ja. Fuck. Ich habe keinen, ich würde gern ihn auf jeden Fall weg haben. Ja, D&D mit Nightbot. So wie wir das immer machen. Okay, okay. Ah, fuck. Da war einer. Ah, fuck. Ich hasse es. I'll search out here. Check over that way. Ich hoffe, die versuchen mich nicht einzukämpfen. Ja, okay. Versucht er hier rauszukommen? Also noch ist hier alles safe. Wir sind gut aufgestellt. Und so weiter und so fort. Das ist irgendwie cool. Ja, aber so viel zu Nightbot und zu allen Optionen, die wir damit haben. Ja, es ist schon auch ein bisschen dunkles Spiel. Aber auch, weil wir hier gerade in die letzte Ecke gegangen sind. Wie kommt Mike dazu, sich eine Nudel in die Nase zu stecken? Hatten die nicht erst die Erfahrung mit irgendwas Verschluckten gemacht, die Kinder? Haben sie da nicht draus gelernt? Okay. Wer bist du und was machst du hier? Kinder nicht gelernt? Ein bisschen schade auch. Na, fuck. Ich dachte, ich könnte ihn genauso wegswitchen wie den letzten. Oh. Achso, ja, genau, so war das. Aber war nicht Maxi dann auch so, dass man da nichts mehr verschlucken durfte und keine Kleinteile haben durfte? Wo ist er hin? Eieiei, das war haarig. Habe ich ihm seinen Molly weggeschossen und ihn gleichzeitig trotzdem werfen lassen? Naja, dafür sind sie ja Kinder, dass sie Blödsinn machen. Wenn sie Vater fraß, dann ist das Beste an den Kindern.
das ist Blödsinn machen. Okay, kommt jetzt über hier. Okay. Fuck. Oh, ich habe tatsächlich ein bisschen Schaden genommen. Ich habe tatsächlich ein bisschen viel Schaden genommen. Hat er gerade gesagt, flanken? Okay. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall mal heilen, denke ich. Jemand gesehen? Ist hier jemand? Hey, Mario Kart ist cool. Aber haben Sie das Spiel nicht schon tot gespielt? Jeez Louise. So viel zu, die Kinder machen Quatsch, ja. Ich glaube, wir waren noch nie in dem Gebäude drin. Aber ich würde ihn gerne mit dem Molly anwerfen, weil wir draußen einen umsonst haben. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, das ist hier ein teurer Spaß, ey, das sage ich dir. I'm heading this way. Ist er ein kleiner Verstecker? Ist das sein Beitrag zum Familienfrieden? Okay, haben wir hier noch welche? Wir müssen hier durchkommen. Wir müssen weiter, damit wir zur Brücke kommen, damit wir Ellie zu den Fireflies bringen können. Das ist immer noch der Auftrag, das ist immer noch das Ziel. Und die Typis, die hier sind, die haben uns ja so ein bisschen schon den Spaß verdorben an der Sache, nicht? Was haben wir denn hier? Colt McKenzie, Atlanta QZ. Sir, going on 40 months and this little revolution has turned into a bloodbath. We've lost so many men and frankly... Naja. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ihr halt einfach random irgendwelche Sachen versteckt. Und du denkst so, hey, ich hab doch das gehabt. Wo ist denn das alles hin? Waren ein Teil der Teile draußen gelegen? Das ist ja interessant. Ist mir auch noch nicht so über den Weg gekommen. Oder beim Spielen ist mir das noch nicht so aufgefallen. Okay.
Kommen die da die Treppe runter? Okay, wir haben Zucker gefunden. Ja. Ach, Ellie, du darfst immer nicht so... so häckelig sein. Wir wollen hier auch nur Spaß haben. Gut, ich glaube, hier unten sind aber auf jeden Fall keine... Leute mehr, sondern primär oben. Ich glaube, wir sollten auf diese Freifläche definitiv nicht gehen. Aber vielleicht haben wir eine Option, hochzukommen. Und dann machen wir sie alle... alle kaputt. Naja, aber das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, manchmal habe ich auch so Sachen, wo ich denke, ist immer so aufgeregt, die Hute. Wo ich denke, wo hast du das denn jetzt wieder hingepackt? Meistens finde ich die Sachen auch wieder, weil ich mich dann denke, ah ja, okay, du wolltest XY machen, deswegen ist das da. Oh, da hinten ist ein Dude. Da hinten sind zwei Dudes auf jeden Fall. Och komm, ich war noch dabei, den anderen wegzumachen. God damn it. We need to find him. Check over. Okay, das funktioniert nicht so gut. Beiden Dudes sind da. Was macht man da, wenn man da zwei Dudes hat? Yep. Dann nimmt man einmal den Stupsi und dann geht es ab. Excuse me. Savage Starlight. The comic I've been reading. It's what the hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay. Gut. Froh, dass wir das hier alles überlebt haben. Ja, gestern war cool. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, sagt dieses Spiel Fall Guy was? Oder Fall Guys? Naja. Lass es hier eine Menge geilen Scheiß sein. Lost Area Map, sehr gut. Reader, huh? Okay. Ah, dann gib mir mal Felix, verbinde den mal mit meinem PlayStation Account. Dann können wir das mal zusammenspielen. Ich habe gestern das erste Mal eine Runde Fall Guys gewonnen.
und war ein bisschen überrascht. Eine Freundin hatte sich das gekauft und die hat einen Account bei mir auf der PlayStation 5 und das erlaubt mir, das Spiel auch hier zu spielen. Ja. Jedenfalls war, also ich war hin und weg. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht viel gespielt, ich habe vielleicht so 2-3 Stunden Fall Guys gespielt, aber ich habe immer den Eindruck, oh, ich kann das nicht und es ist voll scheiße und es funktioniert nicht so, wie man sich das wünschen würde und bin da mega frustriert teilweise, was jetzt auch nicht, also vielleicht auch mein Problem ist, ehrlicherweise. Aber ja. Okay, hier wollen wir hier raus? Ich weiß nicht, ob wir da raus wollen. Okay, wir gucken hier erstmal alle Sachen durch, damit wir nichts verpassen. Naja. Jedenfalls hatte ich halt gestern eine Freundin da, habe ich für uns gekocht oder wir haben zusammen gekocht und Dann habe ich halt einfach so, hey, kennst du Fall Guys? Habe ich heute ein bisschen gespielt so und hatte gestern auch das erste Mal ein Finale erreicht und bin kläglich dran gescheitert, dass mich irgend so ein Penner festgehalten hat, den ich auch am liebsten danach nicht gehauen hätte. Krass, ich wusste nicht, dass man hier durch die Wände durchfassen kann. Oder durch die Türen durchfassen kann. Ah ja. Das war aber auf jeden Fall, das war ein megamäßiges Erlebnis und ich hätte das ja so gemacht, dass ich am Donnerstag gearbeitet hatte und dann gestern Feiertag hatte. Also quasi, ich hatte dann nicht wirklich Feiertag, aber ich hatte halt einfach sowieso den Rest der Woche dann zu Hause gearbeitet, dann macht das auch nichts aus. Und ich brauche Band, das ist doch nicht normal, ist das doch nicht. Ach ja. Kriegt er da immer einen Schreikasper, der Junge? Also ich kann das Video von dem Achievement mal hochladen, da muss ich erst mit der Freundin sprechen, weil die da auch drauf zu hören ist. Das ist schon auch hart, würde ich fast behaupten. Da gibt es ja irgendwelche Penner, die einen festhalten und einem eigentlich nur das Leben schwer machen. Und warum? Weil sie doof sind und ja. Okay, ich glaube, wir sind hier gleich einmal komplett durch. Aber wir haben nicht genug Klebeband. Das ärgert mich ein bisschen. Vielleicht mal. Nightbot hat mich schon lange nicht mehr daran erinnert, dass ich trinken soll, oder? Ich bin gestern aber auf jeden Fall ausgerastet, mega ausgerastet, als ich das erste Mal gewonnen hatte. Oh, ich hab gewonnen. Kommen wir da hoch? Nee, da kommen wir nicht hoch. Ja. Wann hast du im Juni den Urlaub genommen? Ich bin auch am Überlegen, ob ich irgendwie nach meinem Geburtstag im Juni mir vielleicht eine Woche frei nehme. Und dann mal gucken, ob man vielleicht irgendwie so 1-2 Tage verreist. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, irgendwie touristisch nochmal nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen. Ich habe Freunde, die haben letztes Jahr im März die Tochter bekommen und die habe ich halt jetzt seit 1,5 Jahren nicht gesehen und ist auch ein bisschen traurig, weil das Kind hat den ersten Geburtstag gefeiert und hat noch nicht mal den dümmsten Menschen der Welt getroffen. Und das kann es ja eigentlich dann an der Stelle auch nicht sein, denke ich. Man. Okay. You gotta be crazy to string up soldiers. You get people desperate enough, they'll do just about anything. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'll be my bet. Ja.
Let's see where this leads us. Okay. Okay, das ist wieder so ein... Das ist ein bisschen schade bei Last of Us. Es gibt halt immer diese Stellen, wenn ich jetzt weitergehe, komme ich nie wieder zurück. Und wenn ich jetzt weitergehe, komme ich nie wieder zurück. Watch yourself on these drops. Müllpillen. Ja. Aber so wie es aussieht, ich meine, klar, jetzt sicherlich auch mit Blick auf den Feiertag sind die Zahlen von heute nicht so richtig vertrauenserweckend. Okay. Oh, das ist eine Scheißstelle. Ach ja, weiß ich nicht. Ich hoffe ja nicht, ehrlicherweise. Das ist gar nicht die Stelle, von der ich dachte, dass es das wäre. Alright. I don't think they saw us. There's our bridge. We're a little closer. I think. Let's keep at it. Come on. Naja, die schaffen es immer mal wieder, aber dann treffen sie sich mit den Leuten, die halt nicht sich 4 Wochen lang zurückhalten können. Out of options. Death for Freedom. Ja. Kleine Teilchen. Ich glaube, ich hätte ein neues Spiel Plus machen sollen. Da hätten wir diesen ganzen Babel uns sparen können. Ja. Aber ich bin da wirklich gute Dinge. Ich meine, jetzt man kann sich jetzt Tests besorgen. Die ersten Leute sind geimpft. Die haben eine Vorstellung davon, was fair ist und was nicht fair ist. Bei den Masken sind die meisten auch schon auf einem... Ich hoffe, das tut jetzt nicht weh, dass ich das gemacht habe. Dass ich mein Schiff aufgebraucht habe. Oh, doch, das tut sehr weh. Okay. Briefchen, was steht da drinne? Mother's letter. My son, my little boy, I buried him today. What did he do? Join a protest and now they are labeling him a traitor. Fine, I'll show them what a traitor is. I've joined them, the rebels, the rioters. They gave me a gun, some bullets and a mission. I won't survive this, but neither will they. How many other fathers and mothers like me are out there? It's only a matter of time before the city falls. Let's go knock out the first brick. With that kind of thinking. No one wins. Stupsi-Munition. Okay, Stupsi-Munition, da gebe ich gerne ein Schiff für. Aber wir haben jetzt... Doch, wir können wieder ein Schiff basteln. Gut. Also sind wir schifftechnisch mit einem Nullsummspiel unterwegs. Bei allen anderen Sachen... sind wir plus. Okay, hier sind Pfeile. Falls wir also hier nochmal auf Gegner treffen, versuchen wir die mit Pfeilen wegzumachen. Wobei das auch cool. Das Zielen hier nicht unbedingt die Stärke des Spiels ist. Also das Zielen mit Pfeilen. I can't make that jump. Wo ist Ellie? Das ist dunkel, das ist auf jeden Fall dunkel. Ja, das stimmt nicht mehr. Ich muss am Wochenende mal, das wollte ich eigentlich letztes Wochenende schon machen, meine Nachrichten aktualisieren. Ach ja. Ich habe heute tatsächlich keinen Controller in die Hand genommen, bis ich einen Stream angefangen habe, weil ich die ganze Zeit mit dem Puzzle beschäftigt war. So ein bisschen den Eindruck, dass ich anfange, süchtig zu werden. Aber mein Puzzle ist auch echt gut. Ich komme echt voran, aber ich habe ein bisschen Angst davor, den Himmel bald zu machen. Das wird sicherlich interessant werden. Additional ceiling upstairs. Okay, tauchen können wir hier nicht.
Aber er macht auf jeden Fall schöne Bewegung, der Gute. Cool, geht's hier noch weiter hoch? Nein, es geht nicht weiter hoch. Das ist Last of Us, da geht's nie weiter hoch. Okay, Pillen haben wir. Stash Note. It goes down tonight. We're going to take the eastern checkpoint. I've stashed some extra supplies at the Regal Apartments. It's marked with a red X. Okay, das war das, wo wir schon waren. Das rote X haben wir schon gefunden. Sieht's hier aus? Wir haben von allem zu wenig, aber wir haben fast alles voll. Wir haben jetzt 50 Pillies. Wir können die Gesundheit hochziehen, wobei wir noch nie so richtig große Probleme hatten. Healing Speed auch nicht. Weapon Sway fände ich tatsächlich fast gut. Oder Listen Mode Distance. Lisa, sag mal, Listen Mode Distance ist 1 und Weapon Sway ist 2. Dann. Also Listen Mode Distance ist, dass wir dieses mit diesem Modus hier mehr Radar reinkriegen. Hey, there's one of those floating raft things again. Can we use it? Ja, ich weiß, was du meinst, Ellie. Das kriegen wir hin. Okay, hier scheint aber auch unter dem Wasser nicht viel zu sein. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Oh, cool, da ist was. Hat er jetzt weggegriffen, die Dinger, oder? Ja, wahrscheinlich. The tunnel's... Das war weird. Da weiß ich nicht, wo das herkam. Aber das werden wir bestimmt auch noch mal rausfinden. Vielleicht habe ich irgendwas getriggert, was erst in demnächst passieren sollte. Müssen wir Ellie mal beibringen, wie man schwimmt. Das würde das hier alles ein bisschen einfacher machen. Ja. What was that all about? Get on. We're coming through the hotel. Okay. Oh, easy. Set up that plank like they did. You just need to find a way up. Do you think the hunters are gone? We're about to find out. Fuck around and find out. Ehrlicherweise, ich präferiere die Flaschen. Weiß aber nicht warum. It's clear, Ellie. Come on down. You ever stay at a place like this? Before it all went to shit, I mean? Keine verwenden die ganze Zeit solche Kraftausdrücke. Bin ich ja kein Fan von. Oh, I really miss coffee. No, it's too high. Let's see what we can find. Ja, die Leiter haben wir schon gefunden. Wir gucken uns aber noch ein bisschen weiter um. Ja, das ist eine gute. Also das ist ich glaube, das, was ich in der Welt am meisten vermissen würde, wäre halt zocken. So, ganz simpel gesagt. Ich glaube,
Das müsste man eigentlich mal machen. So Prepper-mäßig sich eine Solarplatte besorgen, mit der man Mikro- und USB-Typ-C Sachen aufladen kann. Und dann... was ist das denn? Sich den Kindle vollladen mit allen möglichen Büchern. Und dann, also auch also gemeinfreie Sachen oder irgendwelche Sammlungen oder sowas, die man im Internet kriegen kann. Oh, I'll be checking in for one night. And I would like your finest suite, please. The hell are you doing? Why, yes, you can take my luggage upstairs. You are a weird kid. Also so deswegen glaube ich, dass Lesen mir nicht fehlen würde. Was mir fehlen würde, wäre auf jeden Fall einfach Unterhaltung. Ich glaube, das wäre problematisch. Ich glaube, da müssen wir hoch. Place it, place it, place it. I'm on it. Auf der anderen Seite hätten wir nicht hochgekonnt, oder? Nee. Das ist auch alles tot da. Okay, vielleicht ist da nicht alles tot. Vielleicht müssen wir da tatsächlich sogar lang. Ich glaube zwar nicht dran. Nee, dann gehen wir da nochmal runter. Gucken, was er da gerade machen wollte. Also ich glaube, da kommt man nicht weiter, aber... Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Die Animation ist vollkommen durch den Wind. Oh cool. A note to staff. To all staff, the combination for the security safe hotel guests valuables has changed. The new combination is 22-10-56. 22-10-7x8. Okay. Gut, dass wir geguckt haben. Das ist 22-10-56. Gib mal die Aufgabe im Chat weiter, sich das zu merken. Jetzt müssen wir nur noch den Tresor finden. Sind wir denn schon dran vorbeigelaufen? Ich hoffe nicht. Aber ich versuche es nochmal da unten. Gucke nochmal hier in die Richtung. Da ist nix. Ja, ich würde auch behaupten, dass der nicht hier unten war. Aber man kann ja nie wissen. Okay, wir haben unsere Schiffs abgegradet. War das der Tresor schon? Normalerweise müsste man die Sachen doch eingeben, oder nicht? Naja. Alles gut. Ja, manchmal braucht es ein bisschen länger, um den Tresor zu finden. Rattis. Kleine Rattis. Hier kriegen wir die Tür nicht auf. Gut, wir wollen es auch nicht überstrapazieren hier. Jetzt gehen wir da einfach hoch und dann ist gut. Watch your steps, Ellie. Oh shit. Get down. How many is that now?
5 just this week. Hey, I'm not complaining. I bet you not. We done here? We got on the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. That's because we're thorough. We're gonna keep being thorough. Let's wrap this up, right? All right, whatever. Okay. Ist weg. Ich spiel's jetzt mal aggressiv hier. Das heißt Jeez Louise. Lisa, du hast dich immer noch nicht entschieden. Weapon Sway oder Schiffdauerbestrahlung. Wir haben jetzt 55. Ja, in dem Bett möchte ich schlafen. Ich glaube, man gewöhnt sich auch dran. Also meine Vermutung ist... was für eine Bestrahlung? Way oder Schiff Ausdauer. Ah, fuck. Nee, ach siehst du, das richtig. Listen Mode Distance oder Weapons Way. Schiff Ausdauer haben wir gar nicht. Hurry, Joel. Schiff Ausdauer gibt's gar nicht. Tut mir leid, jetzt habe ich mich gerade selber ausgetrickst. Weapon Sway, also dass die Waffe nicht mehr so wackelt, oder dass wir weiter mit unserem Hörbums machen können. Shifting ist, hatten wir gerade quasi das automatische Update bekommen. Okay, Waffen wackeln. Dann machen wir mal Weapon Sway. Es tut mir immer ein bisschen weh, die Melee-Waffen zu verlieren. Gerade wenn die ursprünglich eine krasse Ausdauer haben. Sind wir hier reingekommen, um uns einfach nichts abzuholen? Also ich mag das Spiel wirklich gerne, aber manchmal sind die Sachen hier auch echt... Oh, warte mal, hier oben können wir hochgehen. Ich glaube, wir machen erstmal die Jungs hier unten fertig. So, Entschuldigung, ich habe es gerade, das mit den, das habe ich nicht gut kommuniziert, weil ich zwischenzeitlich vergessen habe, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, das ist ein Effekt, der nicht nur mir beim Stream passiert. Ich habe jetzt ein bisschen intensiver auch selber. Twitch zu gucken und habe gestern dann tatsächlich auch ein bisschen mehr geguckt. Und ja, habe dann den Eindruck gehabt, so ein paar Marotten, die mir bei mir selber auffallen beim Stream, dass ich die dann auch bei anderen sehe. Okay, er ist oben. Er ist da. Ja, so dass man halt abbricht und dass man irgendwie Gedanken nicht zu Ende führt. Ich hatte den Eindruck, dass mir das in einer Tour passiert. Okay.
Ey, krass, 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 krass. Hurry, Joel. Alles gut. Ellie, wir sind gut in der Zeit. Wir sind sehr, sehr sorgsam. Wir sind heute noch gar nicht gestorben, oder? Kann auch sein, dass ich einfach nur suche, dass das anderen auch so passiert. Ja, also ist ein bisschen die Hoffnung, dass es quasi... Wow, my man! Kannst du dir eigentlich selber Sachen reklamieren? Haben wir eigentlich von der anderen Waffe noch ein paar gefunden gehabt? Raus, mein Kleiner. Ja, das ist cool. Ich meine, letztendlich kennst du die ja. Ich habe den Eindruck, dass ihr euch tatsächlich dass ihr echt guten Draht zueinander habt. Ich hätte gedacht, wenn man, da wo man eher so solitär arbeitet, dass es dann schwierig wird, Kollegen zu haben, die man kennenlernt auch. Eigentlich wollte ich ihn mit meinem Dings anwerfen. So, jetzt haben wir keine Melee-Waffe mehr. Wir haben eine neue Melee-Waffe gefunden. Und einen Pfeil zurückgekriegt. Und einen Pfeil zurückgekriegt. Und eine neue... Wir hätten die ganze Zeit mit dem guten Rohr draufhauen können. Gut, hier waren genug Snacks, damit wir uns jetzt um unsere Gesundheit auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen. Können wir hier nochmal so ein bisschen gucken, ob irgendwas Cooles ist. Ah, cool, Stupsi-Waffen-Munition. Die sind aber komplett übersehen. Ja. Tim und Stupsi. Kennst du noch die Tim und Struppi-Abenteuer, wo er allen Leuten den Kopf geschossen hat? Okay, hier waren aber irgendwo waren doch noch Snacks. Also ich werde hier nicht. Oder waren das in dem ersten Raum? In dem ersten Raum, glaube ich, war das. Eddie, lass mich durch! Ja. Mir fehlt es auch tatsächlich so ein bisschen Smalltalk zu machen in so einem Arbeitskontext. What the fuck? Wie viele Sachen habe ich denn hier liegen lassen? Hier auch. Nur das, was ich suche, finde ich nicht. Nämlich den Riegel, den ich dachte, den wir hier haben irgendwo. War der hier? Da! Ja, so wieder Vollgesundheit. Gesundheit.
Gut, dass wir die Sachen noch gesucht haben. Das hätte mich jetzt geärgert, wenn wir die alle nicht gefunden hätten. Die Sachen nicht gefunden hätten, die wir jetzt noch gefunden haben. Ja, nee, aber das fehlt mir auf jeden Fall auch so. Einfach sich mal kurz zu schließen. Also ich habe so eine Kollegin, die auch ab und an beim Büro ist und mit der ich auch jetzt zusammen eine Abschlussarbeit betreue. Und ja, die ist sehr nett, aber wir sind halt sehr arbeitsbezogen in der Interaktion. Die zwei sind auf jeden Fall noch hier. Sehr gut, sehr gut. Mit wenig Aufwand. Trotzdem tot gemacht. Sehr gut. Aber es ist halt, da kommt man halt nicht so ins Private zu sprechen, so. Dann ist das Private so, ja, dann habe ich Zeit, weil XY oder sowas, oder keine Ahnung, aber es ist halt nicht. Das ist ich, wie ich den einfach kaputt gemacht habe. Können die denn ab, die Bastarde? Eieiei, der hat echt. Son of a bitch! Oh my god! Die haben jetzt echt eine Menge Wo kommen die denn jetzt her? Um Gottes Willen. Wo kommen die her? Warum kommen die von hier, wo wir hier schon alles klar gemacht hatten eigentlich? Ist hier noch ein versteckter Raum, den wir nicht gesehen hatten? Okay, das ist Ellie. Naja. Ja, Arbeit, aber es ist halt trotzdem irgendwie. Also nochmal doppelt schade, weil man halt einfach ja auf Arbeit ja auch dann Leute kennenlernt. Normalerweise. Und ja,
dann ist es irgendwie ganz cool. Gerade wenn man zu privat jetzt eher auch nicht so richtig viel Schissel macht im Augenblick. Ich kriege mal von manchen Leuten kriege ich also Semi-Ärger. Ich habe eine Freundin, die mal sagt, dann mach doch was. Und ich sage, ja, aber es ist halt einfach im Augenblick ist nicht viel machen angesagt. Das ist gerade die Idee. Gerade weil in meinem Alter halt die Leute auch alle schon Kinder haben und Verantwortung. Ich kann jetzt nicht sagen, komm, treff dich mit mir. So. Gut. Wie sieht's denn da aus? Okay, bei der Waffe haben wir nicht mehr viel. Das heißt, es ist wieder Stupsi-Alarm. Das ist nachgeladen. Das ist nachgeladen. Oh ja, Mollys können wir auf jeden Fall bauen. Ja, kriegst du halt, also triffst dich halt nicht mit Leuten irgendwo zum Konzert oder sowas. Ich habe vorhin halt drüber nachgedacht, ich meine, man sieht es jetzt gerade nicht, aber ich habe heute mein schönes Slayer-Tour-Shirt an. Das habe ich mir auf der Slayer-Tour 2018, 2019 hatte ich mir das gekauft, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich müsste mir auf den Rücken gucken, um das genau in Erfahrung zu bringen. Was ich glaube ich schon mal im Stream auch erzählt habe, ist, ich versuche gerade Tickets fürs nächste Jahr für Iron Maiden zu kriegen. Und das Konzert, zu dem ich hingehen möchte, da werden die Tickets einfach nicht in Verkauf gegeben, was mir irgendwie nicht so ganz erklärlich ist. Weil es da eigentlich keinen Grund für gibt. Aber gut. Also es gibt keinen Grund dafür, weil alle anderen Konzerte von Iron Maiden, die im deutschsprachigen Raum stattfinden, für die kann man oder konnte man sich schon Tickets kaufen. Außer für das Konzert, zu dem ich gehen möchte. Das würde ich gerne wieder machen und da würde ich mich darauf freuen, wenn wir bis dahin auch tatsächlich an dem Punkt sind, dass man es machen kann. Naja, komm. Diese Bomben sind echt, die sind richtig geil. Gibt kaum was besser ist als die Dinger. Und das würde ich tatsächlich gerne machen. Ich will jetzt nicht ein Medipack verbrauchen, nur um es zu verbrauchen, um dann weniger Ressourcen zu haben als vorher. Aber, also ich will gerade nicht Gesundheit gegen Ressourcen tauschen. Vielleicht ist das ein bisschen geizig, aber dann ist es so. Dann fresse ich auch ein Kit aus den Fenstern. Naja. Mal hier haben wir schon alles durchgeguckt gehabt. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, ehrlicherweise. Ich habe gerade kein. Okay, genau, hier sind wir rausgekommen. Da sind wir hin. Das nehmen wir nicht mit. Sehr wahrscheinlich geht's hier dann weiter. Ja, Fensterkit ist, wenn du sparen musst. Gute Alternative zu Wurst und Käse. Erdbeerkäse habe ich gehört, soll gut sein. Ich habe noch nie Erdbeerkäse gegessen. Gibt's eigentlich Frauentausch noch? Machen die gerade neue Folgen von Frauentausch? Das täte mich tatsächlich mal interessieren. Let's see where this goes.
case. That looks like a way through. It's gonna be a tight fit, but come on. Okay. It's gonna be a tight fit. That's what she said. Sollen wir da hinspringen? Komm, Ellie. Das geht hier gleich voll von Horst, das sag ich dir. Das wird nicht funktionieren. You find me something to climb on. Here we go. There we go. Können wir wieder stehen? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was hier unten auf mich lauert. Ach ja. Mein Vater hat mich gestern angerufen. Nur um mir einen Film zu empfehlen. Um zu sagen, wie gerührt er war beim Film gucken, fand ich ein bisschen süß auch. Wo sind wir denn? Okay, craften können wir gerade gar nicht. Okay. Ich glaube, ich bin gerade wieder zurückgegangen. Um Gottes Willen, was ist denn mit meiner Orientierung heute los? I think I've tried over there yet. Ja, das mit den Sprachnachrichten ist ein bisschen. Da ist er ein bisschen eigen, ja. Wobei ich ehrlicherweise auch unglaublich viele Sprachnachrichten verschicke. Also, ich bin da. Warum will er dich jetzt Katharine nennen? Warum kriegst du einen Frauennamen? Ja, das Geburtstagsvideo habe ich weitergeleitet, ja. Ich habe dann auch die Geburtstagsvideos Sprachnachricht Antwort auch weitergeleitet. Ich mag das immer, wenn ich das aufmache und da ist ein Scheiß drin. Damn it, Spores. Spores sind hier. Okay, wir haben noch keine Zombies. Oh shit.
Okay. Stupsi-Munition, das ist nicht schlecht. Können wir irgendwas anderes craften? Nee, wir haben auch nicht viele Pillies. Ich glaube, jetzt wäre ich an der Stelle, wo ich die Ressourcen schon wieder drin hätte, die ich für das Medipack ausgegeben habe, das ich vorhin nicht gebaut und verbraucht habe. Also nicht verbraucht und dann gebaut habe. Das müssen wir merken. Okay, hier scheint es links auch einen Weg hochzugehen. Ja. Was gibt's bei euch eigentlich dieses? Okay. Dieses Wochenende zu essen. Gibt's wieder. Die Kinder kann man mit nichts glücklich machen? Die Kinder kann man sich recht machen, Lebensmittel? Okay, warte mal, wir haben hier einen. Ja, das. Da wäre ich auch fast dabei. Fürs Laden beim Laptop kann ich nicht so richtig viel. Also bei der Xbox könnte ich nochmal die Bitrate einstellen. Aber das kann ich. Hier sind keine Zombies. Also bei mir sieht es auch auf dem Bild ganz gut aus. Er ist beim Keckern gestorben. Was eigentlich auch keine realistische Perspektive ist. Eigentlich müssten hier noch Zombies sein, oder? Sehe ich das komplett falsch? Ach ja. Was ist mit ihm? Ja, es klingt ein bisschen ekelhaft. Ach ja. Lisa, sag mal, ob ich ein Medipack verbraten soll oder nicht. Okay, hier sind wir schon rein. Sieht immer alles anders aus, wenn man. Dann noch Sachen zum Basteln. Okay. Neue Melewaffe ist nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Oh. Oh, das ist immer so frustrierend. Wenn
wenn man Sachen aufmacht und da sind dann keine, da ist dann, kriegt man nichts raus, so. Genau, da unten ist der war hier unten nicht was? Um Gottes Willen, ich verlaufe mich hier. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich richtig gut programmieren könnte, dann würde ich, glaube ich, eine Karte in Last of Us reinprogrammieren auf dem PC. Okay. Ist hier? Wo war denn der Generator? Bums. Der Generator ist hier und die Kabel gehen da hoch. Und wenn die Kabel hier hochlaufen, dann verlaufen die hier, was ja logisch ist. Und dann gehen die hier auf. What the heck? Und dann gehen die hier lang. Dann muss man hier lang gehen. Genau. Gut. Plan ist jetzt also: Generator anschmeißen und ganz schnell dahin laufen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Scheiße. Falscher Knopf. Wir fliehen gerade. Echt jetzt? Mit dem Brute wollen wir uns gerade nicht anlegen. Das war die. Nein, ich hab die Sporenwolke gehabt. Ich kann doch nichts dafür. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, jetzt das Dings zu nehmen. Das Medipack. Ich will mich mit dem Brute nicht bis Ultimo anlegen. Ärgerlich. Okay, hier können wir putzen. Vielleicht finden wir bald nochmal eine neue Werkbank. Können wir nochmal Werkbank-Scheiß machen? Ja, ist ja nicht verkehrt. Wir haben immer noch keine. Kein Tresor gefunden. Ich glaube, da gibt es auch nicht so einen Tresor. Das sind noch ein paar Pillen für uns. Oh ja, das ist die Werkbank. Gucken wir nochmal in den Nebenraum. Da müssen wir uns mal entscheiden, was wir nehmen. Yay. Let's see what we got. Okay, wir haben 225 Teile, wir haben Level 2.
Und Tools Level haben wir bei Level 2. Dann ziehen wir Stupsi ein bisschen hoch für Fire Rate, das ist nicht verkehrt. Das hier können wir mehr Clip Capacity reinmachen. Und hier können wir ein bisschen was machen. Mal den Bogen. Ah, schade. Draw Speed ist nicht verkehrt. Dann ziehen wir hier die Sachen hoch. Ich glaube, wir werden nicht alle. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Stupsi, ehrlicherweise. Also. Genau, das, hier fehlen uns die Tools. Hier fehlen uns die Tools. Die 9mm. Ja. Machen wir mal Clip Capacity. Was man jetzt nicht sehen kann, aber was man vielleicht gesehen hat, dass es heller geworden ist, ist, dass mein Fernseher mich auffordert, den Fernseher mal auszumachen. Gut. Ja, und dann machen wir das noch. Wir haben quasi bis auf eine Sache alles hochgezüchtet, was wir jetzt machen konnten. Was mich sehr, sehr munter stimmt, im Hinblick auf unsere nächsten Abenteuer. Ja, Fernseher ausmachen macht dann automatisch die PlayStation aus. Das ist nicht hundertprozentig schlau, aber es ist auch nicht intelligent. Down. Finish it. I got it. Nicely done. You bit? Not today. You? Not today. Spread out. Make sure we didn't miss any more of these fuckers. Ja, ich glaube, hier kommt man auch nicht drum herum, alle zu töten. Also man kann, glaube ich, bei vielen Sachen einfach sich durchschleichen. Also ein paar Missionen in oder ein Teil von Last of Us ist definitiv günstiger, als sich durchzuschleichen. Also es ist hier nicht so befriedigend wie bei Dishonored. Das für mich immer noch so ein bisschen der Goldstandard bei Schleichspielen ist. Ich muss mal Thief zocken. Vielleicht mache ich mal einen spontanen Stream zu Thieves, aber ich habe ja noch Demon's Souls und so anderen Kram. Ich glaube, ich muss mir gleich. Mal einen anderen Ort zum Verstecken suchen. Aber ich habe noch so viele Spiele in der Leitung. Ich hatte überlegt, ob ich am Wochenende ein bisschen Returnal zocke, aber ich bin immer noch extrem gefrustet, dass ich den Boss einfach nicht besiege. Ich habe gar keine Melee-Waffe, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich irgendwas langes, hartes habe, mit dem ich auf ihn einknoppe. Aber hatte ich gar nicht. Ungünstig. Ungünstig. Aber hier war doch noch ein Dude, oder? Ja, da ist noch ein anderer Dude.
Oh, Stealen ist nicht so günstig. Aber das war ein schöner Headshot. Also ich hätte damit kein Problem, Lisa, wenn du jetzt einfach mal was klippen würdest. Okay, gut. Dann gucken wir hier nochmal, ob es noch einen geilen Schlüssel gibt. Okay, Gesundheit haben wir voll, das brauchen wir auch nicht. Das ist eine Glasflasche. Jetzt bewegt er sich, oder was? Jetzt bewegt er sich. Ach. Ich weiß es auch nicht. Hier scheint es auf jeden Fall keine Dudes mehr zu geben. Das war eine gute Entscheidung. Wir haben genug Explosive, wir haben noch genug Messer. Wir können gleich noch ein Schiff bauen, wenn wir das brauchen. Ich versuche immer von mir selber zu rechtfertigen, welche Entscheidung ich wie treffe. Ehrlicherweise, das, was ich so auf der, also was ich persönlich auf der Pfanne habe, ist irgendwie Miitopia, Mario Golf und Ratchet und Clank. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt eines davon vorbestellen sollte. Also Miitopia kann irgendwie spannend sein, aber ich habe halt einfach nicht genug Switch-Freunde, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie sich das auch holen. Also das ergibt keinen Sinn, ein Spiel zu holen, das eher so Richtung Multiplayer ausgedacht, gerichtet ist. Beziehungsweise eben auch diese Mii-Funktionalität. Gut. Können wir noch irgendwas basteln? Von Miitopia? Ja, muss ich mir vielleicht auch mal ziehen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin so ein bisschen tatsächlich hinterher mit der Switch gerade. Das ist so ein bisschen die Konsole, die ich am wenigsten anfasse. Ja, nicht alles für die Switch ist geil. So, also gerade wenn du mal in den eShop guckst, den Nintendo eShop, da ist so viel Scheiße drin, wo du denkst, alles, kann das euer Ernst sein? Da ist jetzt ein 10 € Taschenrechner rausgekommen und das ist im Grunde das gleiche, was du mit deinem Windows-Rechner auch abdecken kannst. Also das ist schon echt ein bisschen bescheuert. Ich drücke ganz schnell die Taste. Wozu braucht man ein Piano auf der Switch? Ein Piano, bei dem die Tabulatur falsch ist. Keine Ahnung. Eddie hat gerade einen Typen in den Kopf geschossen. Ich hätte, glaube ich, irritierter sein sollen. You'll be dead. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? We gotta get going. Lead the way. Okay. Ellie und Joel, ja.
So richtig dicke sind sie nicht miteinander. Okay, was steht denn hier? Don't worry, we take good care of her. Sarah, take Dexter and Neville to your mom's. It's not safe here. Oh. Okay. Gut, das ist hier wahrscheinlich wieder genau das gleiche wie eben. Wait there, okay? Sure, Joel. Ich habe gerade keine Vorstellung, wie spät es ist. 20.42 Uhr ist es schon. Ei, ei, ei. Ah, nee, ich habe gerade erst einen frischen Basie. Wenn ich frischen irgendwas anderes hätte, dann wäre es okay. Das Geile ist, dass halt einfach so eine halbe Schere liegt. Das wäre nicht meine Erwartung an die Apokalypse. Dass alle ihre Scheren in zwei brechen. Okay. Was ist das? Oh, das ist ein neuer Comic für Ellie. Ja. Was ist das? Savage Starlight. Accretion. Aggression. Okay, wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht wieder zurück. Kommen wir hier nochmal in den Raum, dass wir hier beim Buffet nichts vergessen haben. Sieht gut aus. Die Fiscal Highlights, naja, weiß nicht, wie groß die Highlights sind. Nee, das sieht nicht gut aus. Da würde ich auf jeden Fall nicht investieren, wenn ich Investor wäre. On that rate. Need to get back out, find that bridge. Tell me where to go. I hate this crap. Oh, hier ist noch ein Herren-WC. Yeah. Da möchte ich aber nicht meinen Kicker drauf machen. Im Großen und Ganzen unrund. Ich weiß nicht, warum ich das so derbe lustig finde. Was haben wir hier? Wo sind wir vollständig? Ah, Schiffs haben wir vollständig. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Krass, aber das Schiff, das ich habe, das pfeift aus dem letzten Loch. Ah. Immer ärgerlich. Naja. Was ich auf jeden Fall mitgekriegt habe, ist, dass die Leute auf Resi 8 mega abgehen. Also da bin ich schon über 30 Streams gestolpert. Das scheint den Menschen echt Spaß zu machen. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, das ist nicht das richtige Resi, weil es irgendwie First Person ist und nicht Third Person. Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen im Augenblick, kommen halt einfach auch nicht so richtig dicke Spiele raus. Also, mir würde jetzt auch nicht mega was Highlight-mäßiges einfallen. Modification last one hit longer. Okay, dann können wir das doch. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir mal aus der Mehlewaffe eine coole Waffe. Ja, das wäre schön, wenn wir das so hätten. Genau.
Okay, ist hier jemand? Ne, hier ist niemand. Ja, im Augenblick ist nicht gut, ne. Also Ratchet & Clank ist, glaube ich, auch was ganz spannend werden kann. Wow, look at that. That's a backdrop. People would take their pictures in front of it. Yeah, I know what it is. Okay, then. Something on your mind, Ellie? I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time, and I thought maybe he's gotten into trouble. It don't matter what you thought. I need you to listen to me. I do. It's just that... Whatever, Joel. Oh, Joel, das hast du ganz schön verkackt. Machen wir mal ein Foto von unserem guten Joel. Hat man das eigentlich gesehen gehabt, den Fotomodus jetzt gerade? Ein bisschen Befürchtung, dass man es nicht sehen konnte und dass es gerade alles voll für die Katz war. Ja, finde ich nicht gut. Also so an sich hatte ich jetzt den Eindruck, dass Joel und Ellie so ein bisschen... warm miteinander werden. Aber scheint so, dass mich da mein untrügliches Gespür getrügt hat. I'll be able to get there with this. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Push! I am! Push harder! Das hat bestimmt wer gehört. Let's go. Kommt sie hier alleine hoch? Okay, scheint zu funktionieren mit Ellie hier oben. Ja. Aber Blick eben darauf, dass ich so einen Ultra-Backlog habe und wir mit Assassin's Creed ja auch nicht mega weit gekommen sind. Da ist ja jetzt auch die Tage des DLC rausgekommen. Ja, ich bin gerade nicht traurig drum, dass es keine ultra harten neuen Highlights gibt. Also Twilight Princess, nee, wer ist das? Skyward Sword kommt ja im Juli, glaube ich, raus. Ich glaube, das wird ganz cool werden. Nee, reingeschaut habe ich noch nicht. Also ich weiß, dass das DLC da ist und ich denke auch, dass es runtergeladen ist. Aber ich habe das Spiel seit Mittwoch nicht wieder angemacht. Also ich bin auch mit meinem, ich mache jetzt noch ein bisschen was offstream, gerade ganz schön hinterher, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich da Ärger kriege. Oh, shit. Okay, das ist, glaube ich, das ist das, was wir, glaube ich, bis zum Ende des Streams machen werden. I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before. I sort of. Rats. With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now, you're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any BB rifle. Okay. Ooh, S2. Grab it right there.
Der dürfte aber nicht, dass die Kinder gucken, dass die Kinder reinkommen. Ich will noch Quiet Place gucken am Wochenende. Wollte ich eigentlich gestern schon gemacht haben, aber irgendwie. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. Yeah. Okay. Got this. All right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Oh, was recht hat. Asshole should have known, but if you're gonna steal, then you better make sure you get away with it. Right? I would have done. They're all dead! They're all fucking dead! What the hell's he yapping about? Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourists killed him. Kill all of them. Shit. Did you talk to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right. You heard him. Search the area. Do not let anybody through. Okay. He's got coming. About the crew being dead? I don't see some tourists taking out the entire crew. What if they did? Maybe some more dirt. Don't be an idiot. Only turd doesn't give a damn about this place. Oh, ey, ich hab's gewusst. Oh, fick mich. Wieso sind Tonys ein finanzieller Ruin? Ich dachte, du wolltest nur ein paar davon kaufen. What if they did? Maybe some military people back. Don't be an idiot. Territory doesn't give a damn about this place. What the fuck was that? Endlich. Das waren zu viele Pfeile. Hortet ihr die Dinger für schlechte Zeiten, oder? Was ist der? Where is this guy? Son of a Ja. Die Idee ist hier, du kommst hier nicht durch, ohne dass du deine Scheiß verbrauchst. Kannst du gut sammeln, da kannst du dir so einen Setkasten für holen. Und dann kannst du diese Setkastenmäßig platzieren. Okay. Ich glaube, ich. Okay. Nehmen wir mal das heiße Eisen.
Ich glaube, ich muss schon wieder ein Dings aufbrauchen, ey. What the fuck? Ich hasse diese Stelle, ey. Das ist nicht gut. Weil du kannst halt nicht so richtig gut sneaken. Und jetzt sind wir hier an der Stelle und dann haben wir den Scheiß. Wo ist der nächste Dude? Danke. Danke für das. Für das F. Ich glaube, falls ich mir mal. Also, falls es bei mir mal irgendwann Emote gibt, dann gibt es auch ein F-Emote. Das ist wirklich. Das ist ganz weit davon entfernt, meine Lieblingsstelle zu sein in dem Spiel. Firefly's note. Was haben wir denn? We don't need the Fireflies. Sure, they might have started the fight, but we're the ones that have done all the work. It's our blood in the streets. I don't agree with them wanting to take the fight to other cities. They need to earn their independence on their own. And I definitely won't take orders from some Firefly leaders. Oh, fuck. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Oh, lass mich bloß. Ey, ich kann noch nichts dafür. Ich hab. Ey! Oh, come on! Ich hasse diese Stelle. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich diese Stelle hasse? Nein! Okay.
Okay, er hat was liegen lassen, das ist auch ganz nett. Son of a... Where'd he go? Mein Mann hat's abgefackelt. Ja, experimentell ist es auf jeden Fall gerade, was ich mache. Ja, ich habe beim ersten Mal spielen, habe ich mich jetzt schon ultra schwer getan. Aber auch weil es hier quasi, es ist sehr konfrontativ angelegt und es stört mich ein bisschen. Mit. Ich glaube, hier kriegt man auch den Großteil der Ressourcen, die man ausgibt, um hier durchzukommen, auch wieder zurück. Also ist jetzt nicht extremes Verlustgeschäft, das man hier macht, und das ist ja sowieso so ein bisschen sammeln, und dann hat man auch mal wieder Knappheiten in dem Spiel drin und so, das ist alles kein Problem. Okay, aber für die 9mm tatsächlich du hast gefunden. Right, come on down. Oh, war er der Letzte? Sehr gut. Ach ja, das ist doch... Da sind wir auch durch, Gott sei Dank. Jetzt gucken wir noch was, ob wir gute Sachen finden und dann machen wir halt einfach weiter mit dem Spiel. Ich bin froh, dass wir da irgendwie einigermaßen durchgekommen sind, jetzt zeitlich auch. I do. About something a little more your size. Yeah, Ellie kriegt ihre eigene Waffe, weil Joel ihr vertraut. Okay. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. Okay, you just. You gotta respect it. This is not. Joel, be careful. Okay. Joel möchte nicht, dass Ellie was passiert. Warum möchte Joel das nicht? Weil das erste, was in dem Spiel passiert ist, ist, dass Joels Tochter gestorben ist. Warte mal, ist die Bombe hier noch hochgegangen? Ich dachte, die. Oder ist sie einfach verschwunden? Und wir können die gar nicht mehr einsammeln. Das ist natürlich auch persönliches Highlight. Dass eine unserer Nagelbomben einfach über den Äther oder verschwunden ist auf jeden Fall. Aber gut. Damit muss man dann auch leben. Hier links in dem Gebäude muss ich nochmal gucken. Es kann auch sein, dass ich mich hier bei dieser Stelle halt einfach immer anstelle wie der erste Mensch. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht
Also, dass es nicht nur an mir liegt. Okay, die Vase können wir nicht kaputt kloppen. Kommen wir da oben irgendwie rein? Habt ihr den ersten Teil von S jetzt vor kurzem gesehen, oder? Ist es so eine spontane Kiste, dass er sagt, ey, lass uns doch mal eine Runde S gucken? Ja, bei mir auch. Ich hab den Film damals im Kino geguckt. Irgendwie kurz bevor er aus dem Kino raus ist. Der lief ja auch wirklich, wirklich lang. Das war so ein mega erfolgreicher Sommer-Blockbuster 2017. Der lief noch. Ich glaube, der lief sogar noch, als ich nicht mehr im Kino gearbeitet habe. Nee, alleine gucken möchte ich den auch nicht. Wie gesagt, ich würde gern Quiet Place gucken. Aber den werde ich wahrscheinlich dann beim Puzzeln gucken. Ach ja. Aber ich glaube, ich muss auch immer mal wieder. Irgendwann muss ich mal wieder aufhören zu puzzeln. Das ist ein bisschen viel gerade. Weil der krasseste Scheiß kommt noch, wenn ich da in den Himmel. Himmel über Manhattan machen darf. Komm, Ellie. Runter durch. Right, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am. There. It's good thinking. Yep. She be a good thinker. Help me open this. Here. Got it. Es fühlt sich noch weirder an, das zu steuern, als es einfach nur aussieht im Augenblick. Okay, cool. Aber wir haben hier gerade noch Level 3 Tools gekriegt? Nicht wirklich, nee. Okay, wir können entweder die 9mm nochmal ein bisschen hochzüchten. Fire Rate und Clip Capacity. Oder Fire Rate und Reload Speed, oder wir ziehen uns den Pistolengürtel rein. Ich glaube, der macht nur Sinn, wenn man die anderen Waffen auch hochgezüchtet hat. Ja. This'll hold. Oh shit, get down, get down. Moderne Wegelagerer. Busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food. Old pair of shoes. I got nothing. Let's go. Nothing we could have done. I know. It's just. Oh, man. Let's just get to that bridge. Okay.
Ich glaube, ich bin ein bisschen häufiger geduckt, als ich sein müsste. Was? Die Käseglocke wird neu gemacht? Der Original bei der Goethe-Schule. Das wird wahrscheinlich Kaffee oder sowas wert. Das kann ich mir vorstellen, dass da sowas gut funktioniert. Ach ja. Das fehlt mir manchmal ein bisschen, irgendwo in einem Konsum einkaufen zu gehen, in dem alle Leute glauben, dass man klaut. Final tech note. We got them on the run. Most of the forces have retreated to Liberty Avenue. Come midnight, we strike. Gather every able body and arm them if you can. If you can stand, then you can fight. Anyone that refuses to fight with us will be banished. Anyone that supports the army will be made an example of. Tonight, we put an end to this tyranny and start a new life for ourselves. Nee, was ich meine ist, dass man in der Käseglocke, in dem Original, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber die Leute haben immer gedacht, dass wenn man als Kind da ist, dass man dann klaut. Zumindest war das, was primär kommuniziert worden ist. Die haben immer sehr, sehr genau hingeguckt. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass dann halt ein Haufen Schüler sich ihre... Oh, guck mal, ich glaube, was Sporen verdient haben. Aber. Ja. Wir waren regelmäßig nach der Schule. Das erste Taschengeld, das ich jemals bekommen habe, habe ich in der Käseglocke ausgegeben. Da habe ich damals für eine Mark einen Eierschneider gekauft. Und bewiesen, dass ich eigentlich Dawn of the Wolf Part 2, dass ich eigentlich kein Taschengeld bekommen hätte sollen an der Stelle. Mensch, Joel und Ellie, was macht ihr? Ich habe mir ja später auch nochmal einen neuen gekauft. Das war auch nie wirklich mein Eierschneider. Also ich habe Taschengeld gekriegt und dachte so, Und dann habe ich halt einfach irgendwas gekauft. Ich hatte eine Mark und bin durch die Käseglocke gelaufen und habe was gekauft, was ich für eine Mark kriegen konnte. Ich war mega aufgeregt. Ich dachte, das ist mein erstes eigenes Geld, so, ne? Und ich glaube, es kann sein, dass man halt irgendwie vorher schon mal irgendwie was
dass das Geld schon mal ausgetauscht worden ist. Aber man ist halt, also hat es ja nicht selber in Händen gehabt, so. Stay low. Ich glaube, bis dahin treffe ich nicht mal. Ich glaube, den erwische ich nicht, oder? Ja. Ich blockiere mich hier gerade selber mit meinem Bogen. Aber das. Ah ja, okay. Das können wir nicht kaputt machen. Okay. Wir müssen aufpassen. Also ich hab's vielleicht noch nicht jetzt erwähnen sollen, aber hier gibt's halt so Sprengfallen. Und das... Man down. Second man down. Two. Und diese Sprengfallen möchte ich natürlich nicht auslösen. Hier zum Beispiel bei dem Auto ist einer. Okay, da hinten sind auf jeden Fall auch noch Leute unterwegs. Okay, kommt der runter? Den können wir auch auf jeden Fall wegsneaken, wenn er nochmal zurückkommt. Dann haben wir von hier oben, glaube ich, auch eine gute Position, um möglicherweise den einen oder anderen Pfeil dann tatsächlich noch irgendwo wegzustecken. Okay.
Okay, uns fehlen die Scheren für die Bomben. Kommt der andere gleich auch nochmal wieder? Das wäre ungünstig. Das war ein guter Schiffeinsatz. Das war ein guter Schiffeinsatz. Auch wenn das Schiff jetzt kaputt ist. Ach ja. Ich habe gestern den Fehler gemacht, dass ich mir Lynchburg Lemonade reingezogen habe. Hier ist mein kaputter Pfeil. Weil ich dachte, das könnte vielleicht ganz cool sein. Aber das hat leider nicht so gut geschmeckt, wie ich es mir erhofft hatte. Mob Attack Note. October 10th. Just watched a mob douse Captain Mastros and the rest of my team in Gasoline burn them alive. The animals were actually celebrating. Some old fucker complained it was a waste of gasoline. There were too many of them. All I could do was slip away. But I remember all their faces, gonna hunt them each down. Okay. Es ist so ein Whisky Seko Limonaden Mix, sowas. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ich dachte, nimmst du mal mit. Hat sich rausgestellt, hat sich nicht gelohnt. Konnte ich aber vorher nicht wissen. Also ich meine, ich hätte es vorher wissen können, aber... Habe ich es vorher gewusst? Nein. Von daher konnte ich es nicht vorher wissen. Also war jetzt nicht schlimm, so. Aber ich habe mir noch eine Dose Whisky-Cola mitgenommen. Und... G2 sind da auf jeden Fall noch. 3 sind auf jeden Fall noch. Weiß ich nicht. Also Whisky mag ich ganz gerne, tatsächlich. Da gibt's ja aber auch Gott sei Dank guten. Das ist nicht gut. Wir sind hier nicht in der besten Situation. Ich wollte den eigentlich an der Stelle noch nicht erstochen haben.
Ja, aber der war halt kurz davor, sich loszumachen. Wow, ich dachte, ich hab den in den Kopf geschossen. Ja. What? Oh, and the comic book thing. Okay, hoffen wir mal, dass es hier in dem Laden noch ein bisschen guten Scheiß gibt. Okay. Kriegen auf jeden Fall unseren. Dings hier hergestellt. Aber was ich brauchen kann, ist Munition. Munition ist immer gut. Aber sieht nicht danach aus, ob wir hier welche bekommen. Hm. Okay, nee, da sind wir runtergekommen. Hier lang gegangen. Ich dachte nur, ich habe jetzt gerade eine andere. Also ich weiß, dass ich hier nicht lang muss. Ich dachte nur, ich habe gerade irgendwas entdeckt, wo ich lang gehen könnte oder wo ich vielleicht nochmal Ressourcen finden. Sind sie so schlecht, die Jungs? Keine Hoffnung nicht. Für mich nicht und für dich nicht. Jeez. Guess this is how it ended for this zone. Genau, da müssen wir hoch. Ah, wir müssen vielleicht mal mit Ellie reden. Every battle's got a losing side. What if they had families? Everyone has a family. Best not to dwell on it. Can you not? Truck note. We finished scouring the city for any survivors. There were a handful of soldiers hiding in the hotel. We took care of them. A bunch of us raided their stockade or what was left of it. Most of the big machines got fucked up in the fighting. We won't be riding on any tank anytime soon. Likewise, none of the heavy artillery is salvageable. The one exception is the Humvee. We've managed to repair it, including the 50 cal mounted gun. This thing is impenetrable. I'd like to see someone fuck with us now. Okay. Challenge accepted. Um es mit den unsterblichen Worten von Barney Gumble zu sagen. Kann ich hier nicht rüberklettern? Okay, muss ich nicht, aber fand ich gerade ein bisschen irritiert, dass ich nicht kann. Nee, das ist das Humvee, das ist dieses Fahrzeug, mit dem die da eben unterwegs waren, wo die Leiche draufgeschraubt hatten. Naja. There you go. Okay, zumindest ein bisschen Munition, aber sexy ist das auch nicht. Hm. Du siehst, ich verbrauche tatsächlich keine Rauchbomben. Habe ich noch gar keine gebraucht. Ist da hinten noch irgendwie cooles Zeug? Keine Hoffnung. No justice, no peace, no hope in the streets. Gut, ich glaube, dann machen wir ein bisschen weiter.
Hey, get me up there. Okay. Trinken wir noch mal einen Schluck. Okay, wo wir gerade übers Trinken sprechen. Come on. There you go. Es kann übrigens sein, dass ich morgen mal ausprobiere, It Takes Two, nur mal so probeweise zu streamen, ob wie das Party-Stream funktioniert hier auf der PlayStation 5. We're almost there. Also nicht wundern, falls es angeht. Dann kannst du zwar gerne gucken, aber das wird wahrscheinlich, wenn ich es mache, dann nicht lang dauern. I stayed at a place like this, back in the Boston QZ. Militärschule. Ich glaube, man, also sowas wie Fall Guy könnte man, glaube ich, auch ganz gut streamen. Okay, haben wir nochmal eine Schere reingeholt. Ja, das ist wie immer das Problem. Nicht genug Scheren, nicht genug Kleber. Das dritte Schiff bauen wir nicht. Weil da könnte man tatsächlich mal so, wie gesagt, so Party Fall Guys machen. Sorry, just keep your head down. Not even close. 10. You gone? I don't know, 20? Like 25. Bullshit. Swear to God. You had 25 cans of bacon? Well, 24. How the hell do you have 24 cans of bacon? Military locker in the hotel from back in the day. Me and Ruben stumbled on it. Split it right down the middle. And that's just still good? When you make us some more. What? What are you saying? Awesome. Yeah, I bet you do. Man, I saved your ass in that quick last week. I'll think about it. Too close. Jeez. Oh, yeah, I'll make you some if you quit bringing that up. You better be as good as you say. It's bacon. Of course it's good. Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Ich wollte gerade die Grab-Option drücken. Sind die nicht, nee. Leider. Wäre ja mal cool, wenn man hier auch netten Leuten über den Weg läuft. Aber. Gut. Warte mal, gibt's hier nicht sogar. Was ist Bonus-Statistiken? Was mich mal interessieren würde ist, okay, wir sind 17 Mal gestorben, aber 23 Headshot Kills, okay, hätte ich weniger erwartet. Gut. Okay.
Okay, kriegen wir gleich ein neues Rohr. Was ja auch nett ist. Hat Joel jetzt gerade wirklich eine Kugel geschluckt? Oh, wir haben nicht mehr viel Handfeuermunition. Wieder rein? Ich glaube, da kommt man nicht rein. Hä? Ist Ellie gerade teleportiert oder bin ich nur doof? Alles klar, bis gleich. Ich verspreche, ich sterbe nicht, bis du wieder da bist. Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Der Typ hatte sich einfach nur verfangen und ich war gerade. Das war ein Bug, das war nicht ich. Was ist denn mit Ressourcen aus?
Ja. Oh, no. Oh. Ich glaube, da müssen wir lang. Und hier wollen wir hin. Okay, Stupsi-Munition ist nicht verkehrt. Ich sag das immer so, als ob das, als ich mich drauf, innerlich darauf vorbereite, dass hier alles für die Hunde geht, mit dem, was wir hier nur scheiße finden. Dem ist natürlich nicht so. Keep an eye out! Ganz schön aufregender Scheiß. Okay, dann machen wir uns nochmal heile. Lisa, sag mal, wenn du wieder da bist, falls du das hörst. So. So, dann trinken wir noch mal einen Schluck. Ich glaube, viel, viel länger wird der Stream heute auch nicht mehr dauern. Es ist schon kurz vor 22 Uhr. Und ja. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um da nochmal zu sagen, nächste Woche Freitag geht es dann wieder weiter. Wir wechseln also nicht auf dem Samstagabendplatz, sondern bleiben hier einfach bei der Freitagskiste, die wir schon mal so gut etabliert haben für die Story-Driven-Spiele. Ich werde mal gucken, wie das weitergeht und dann halt, wie gesagt, Montag und Mittwoch Assassin's Creed Valhalla, bis es zu den Ohren rauskommt, aber wir machen das Spiel fertig und wir werden die Story zu Ende spielen und wir werden alle Sachen gesammelt haben und dann ist es auch gut, denke ich. Und das gleiche gilt für den DLC, das sind aber auch nochmal so 10 Stunden oder sowas, das kriegen wir also alles geschüsselt. Alles klar, Lisa, du bist wieder da, dann machen wir weiter. Ich glaube, ich habe mich vertan mit was jetzt passiert. Es kann sein, dass wir jetzt nicht gleich in 2 Minuten fertig sind. Aber das ist ja auch nicht schlimm. So, nochmal ein Schärchen gefunden. Ja. We're okay. They can't see us. Okay.
Das habe ich erwartet. Genau das habe ich jetzt erwartet. Leave him alone. Oh. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Ein erwachsener Mensch und ein Kind. I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. Nah, it's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Those fuckers, they ambushed us. Scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. We gotta hide out not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Also es sind jetzt noch 10 Minuten bis 22 Uhr, aber ich glaube, die beiden lernen wir dann auch ein bisschen intensiver kennen in der nächsten Woche, wie gesagt, auf dem Freitag. Lisa, vielen Dank, dass du zugeguckt hast, dass du dabei warst und dass du geschrieben hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und kannst jetzt die Jungs ein bisschen mit Mario Kart vermöbeln. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei S2. Oh, ich bin gern dabei, sehr Spaß, schön. Und hoffe, dass das eine gute Erfahrung für euch ist. Ich guck mal. Alles klar, Meister Yoda. Ich guck mal, ob ich jetzt Quiet Place gucke. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend, schönen Sonntagmorgen. Lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, wenn du Bock hast, am Montag wieder Assassin's Creed Valhalla, wird gut werden. Und grüße mir alle, die lieben und bis dahin. Ciao, tschüss.